Wer ruft denn jetzt schon an? Cooper? Who? Oh, you're doing really well. Each access point you trigger is breaking down a kind of barrier is probably the easiest way to put it. Oh, incoming. Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat. Ein neuer Tag, neues Glück. Wie immer der gleiche Ablauf von vorne. Nichts Neues. Tag 20, Friday im Mai. Okay. Na dann, auf geht's. Morning. I hope you had a restful sleep. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. And please, enjoy your stay. Did he sound a bit... No, it must be my mind playing tricks. Best get to the restaurant. Nee, er klang schon irgendwie anders als sonst. Okay, ein schönes Flackerbild. If you keep going at this rate, so long as your mind's up to it, we'll have you out of here very soon. Still a few pieces of the puzzle missing on my end, but we'll get there. You and me. The elevator will work soon. Sorry, irgendwas mit Verstand. Ich habe gerade nicht aufgepasst, weil der Typ hier mitten reingeredet hat. Und irgendwie scheint er nicht mehr ganz so 100 zu sein. Irgendwelche Probleme zu haben. Okay, hier können wir gar nichts mehr machen. Das sieht nach einem neuen Bild aus, das wir noch nicht gesehen haben. Das kommt mir jetzt auch nicht so bekannt vor. Okay, Restaurant. Gut. Dann schauen wir mal, was uns heute im Restaurant erwartet. Ne, wir gehen zuerst ins Restaurant und dann in den Ballroom. Now there is someone I'm glad to see. The weather has taken a most surprising turn. Nonetheless, do make yourself comfortable in the restaurant. Okay. Sie wollen uns immer noch nicht zur Pool Area lassen, wo wir ja eigentlich hin sollten. Here, breakfast is especially good this morning. Okay. Irgendwas scheint hier schief zu laufen. Der ganze Ablauf ist anders von den Leuten hier. Morning. Hope you enjoy your stay. Und da ist immer noch das gleiche Scan-Protokoll, gut. Dann schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Please mind your step. Mind that seems that Mr. Crowe left its left in something of a hurry. Good morning. Your reserved table is ready when you are. It's where you must sit. It's where recurring and enjoy. Oh, nice. Sit. Take your sit. See. Sit. Take your sit. See. See. Sit. Take your sit. See. Sit. Take your sit. Oh Mann, halt die Fresse. Sit. Sit. Mr. Crowe. Cure. Take sit. Cure. Wie hier alles aussieht. Ist das ein neues Scan-Protokoll? Okay. Mitarbeiter 237, Eintrag 7. Nach 3 Monaten mache ich langsam aber sicher Fortschritte. Ich hätte nicht gedacht, wie kompliziert das Design für neue Technologien sein kann. Das FUE-Team fügt jeden zweiten Tag etwas Neues hinzu und es ist unmöglich, die Arbeit für länger als 1 Woche zu planen. Angeblich herrscht in der Chefetage von Spectrum eine gewisse Hysterie, was Mitbewerber angeht, und man ist besessen von möglichen marktfähigen Fortschritten. Als Designer muss ich dafür die passenden Orte schaffen. Die anderen sind total begeistert von ihren Szenarien. Ich meine, klar können wir zum Mond fliegen. Allerdings denke ich, dass eine vertrautere Umgebung für mich besser wäre. Die Vorauswahl für den nächsten öffentlichen Testlauf ist in 2 Monaten. Ich brauche einen schnellen Geistesblitz. Okay, man hat offensichtlich Angst vor Mitbewerbern, die hier das Ganze in Gefahr bringen könnten. Und wer ist Mr. Crowe? Gouverneur. Vote Crowe, Gouverneur. Der Tisch. Ach du Scheiße. Da ist unser Tisch gedeckt. Die gibt keine Ruhe mehr, oder? Naja. Gut, dann setzen wir uns mal hin und frühstücken. Wie immer. Unser Omelette. Oder was auch immer das ist. Governor Crowe made a surprising U-turn election promise to the healthcare system, calling for his resignation. The system is broken, can't be fixed. Believe me, rotten from the ground up. That's what the last administration did to us. So it has to go. The government is not in the business of dictating what your healthcare can and cannot cover. This is the land of the free choice, freedom to choose. From today, you will be free to choose any healthcare policy you want. It'll save billions for you, for your children, same as anyone. Critics have been quick to point out that the costs of the new plans have been forced. Can you hear me? Hello? Are you? Oh, you're moving again. Lost you for a second there. Look, I think we're running out of time. I need to get you out of here before someone figures out what I'm trying to achieve here. Get to the 3rd floor, quick as you can. Ich bin schon dran. Okay. Gouverneur Crowe will offensichtlich etwas Gutes tun für die Krankenversicherung. Was uns natürlich gut zu in die Karten spielen würde, da wir ja wissen, dass unser Kind krank ist. Ich glaube, ich erzähle die Story gerade richtig. Also ist es ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier das Spiel gespielt habe, aber ich dachte mir eigentlich, ich wüsste so in etwa noch, was hier ablief. Da wir ja Krankenakten gefunden haben. Okay. These barriers you're taking down, you might start to see some side effects and more now as we get further into hacking the system for you. You might start to see traces of memory and I promise you it's perfectly normal even if it seems anything but. Just stay focused. Whatever happens, don't let the truth stop you. Use it to keep yourself going. We're gonna make this right, what was done to you. Okay. You know the drill. Find something that just doesn't fit, that doesn't belong up here. Like you. Genau wie sie. What? Your phone's picking up something. It's sending out some kind of interference that's messing up my equipment. Scan it, but then keep your distance. That can't be right. The image he just scanned is one of the design documents for this place. It predates the hotel completely and shouldn't be inside of it at all. If I'm reading this right, your next code must be back at the restaurant. If there's anything else you can see in front of you now, any modification whatsoever, remember it. Because there's nothing unusual on the version of the image that I can see, other than the fact it's inside the hotel. Okay, ich glaube, das ist unser Tisch. Die blaue Krähe sitzt auf dem Tisch von Mr. Crowe. 1812. Es flackert hier wie wild. Irgendwie komische Bilder an der Wand. Okay, wir müssen ins Restaurant. Einen Aufzug könnten wir rufen. Warte, 1812. Okay. Ein Versuch war's wert. Okay, ich sehe schon. Egal wohin ich laufe, ich komme immer wieder hier raus. Daher müssen wir zurück ins Restaurant. Sorry. Gut. Auf geht's. 1. Mal schauen, was uns jetzt dort erwartet. Denke mal nicht allzu viel, aber ich kann mich auch täuschen. Hast du was zu sagen? Nee. Gut. Die Bilder sehen noch gleich aus. Welcome back again. Brunch is excellent to see you again. I shall see to it. Coffee will be brought to you momentarily. Reserve table. Sit. Coffee. Caffeine. Stimulant. Oh, just please stay on course. The barriers you're disabling, they're what keep you stuck here, blocking your mind from what's real and what isn't. Think. Focus. Remember. Here to find the next code, so find it before it's too late. Ja, es scheint wohl hier sehr viel nicht real zu sein. focus. I haven't got time for you to get distracted. The code, it has to be in the restaurant. Looks like you found a receipt, but the asset that I'm seeing here is blank. If that's true... Oh, shit. If that's true, make a mental note of whatever it is you can see and get the hell out of there before the whole simulation crashes. Okay, es muckt. Hallo? Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt so schnell. Scheiße. Danke. 31,59. Okay, 31,59. Oh shit. Ich glaube langsam wird's brenzlig. You have to hurry. If the people at work will see the error messages that are flagging here, this is all over. Get to the third floor access point. Warum haben wir gerade Krankenbetten gesehen? 31,95. 53. What the fuck? Scheiße. Okay. Don't stop. Get to the third floor now. Langsam sieht es hier gar nicht mehr gut aus. Irgendwie zerfällt hier alles. Elevator rechts. 31,95. Come on. Please, I know this is confusing, but you mustn't stop. The code you saw, use it now. Mercedes abgeschlossen. Okay. Identifizierungsaufgabe 301. Gut, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Asterfeld, wir müssen, glaube ich, etwas schneller werden. Mal schauen, was uns hier in der nächsten Folge erwartet. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Spectrum Retreat. Tschüss.